Dann gucken wir mal wieder zurück. Irgendwie. Ach, da lang. Da, da. Es verunsichert mich, dass ich mir meiner ständig bewusst bin. Okay, da stand jetzt im Weg. Gut. Wer bist du? Ein Seemann. Seiner krummen Haltung nach würde ich sagen, ein Seemann, der vom Meer träumt. Ach so, deswegen sind die krumm. Ahoi da, Kumpel. Wie bitte? Ahoi da, Kumpel. Ihr Seeleute euch nicht so untereinander? Nein. Was sagt ihr denn sonst? Für gewöhnlich hallo. Und wenn es sonnig ist, schöner Tag heute. Es könnte aber auch, wie geht es dir heute sein, wenn wir übermütig sind? Aber nie und nimmer Ahoi. Das sind nützliche Informationen. Ja, Kumpel, das sind sie. Warum sind sie nicht draußen auf See? Siehst du das Segel auf dem Boot da drüben? Ja. Flattert es? Was? Flattert es? Flattert das Segel im Wind? Nein. Und warum wohl nicht? Weil kein Wind weht? Genau. Naja, warum rudern sie dann nicht? Tolle Idee. Wieso ist uns das nicht eingefallen? Ja, natürlich. Rudern bei Jarls verkrüppeltem Arm, das ist es. Warum hängen wir wohl seit einem Monat in diesem Hafen fest, wodurch unsere Ware ständig im Preis fällt, wenn wir auch nach Gehen hätten rudern können? Sollte das sarkastisch sein? Sarkastisch? Ich? Wie in Jarls Namen kommst du denn auf sowas? Seit wann weht denn der Wind nicht mehr? Fast einen Monat, seit dieser verfluchte Alchemist den Wind mit einem Zauber belegt hat. Der Mojal sei verflucht, wenn ich wüsste, warum. Es ist eine verdammte Katastrophe. Ich habe schon einige meiner besten Leute nach Norden geschickt, um mit ihm zu verhandeln. Aber nicht einer ist zurückgekehrt. Jetzt denkt der Hohe Rat der Airede darüber nach, eine ganze Armee loszuschicken, um ihn auszuräuchern. Ich fürchte aber, das macht ihn nur noch wütender. Wer ist dieser Alchemist, der den Wind mit einem Zauber belegt hat? Ich glaube, sein Name ist Klax. Roper Klax. Er lebt in einem verfluchten Felsen, irgendwo im Norden, hinter Riverwood. Danke für das Gespräch. Ei, ei. Okay, wissen wir auch mal mehr. Und so erfahren wir immer mehr von dieser Welt. Wo ist denn hier... Ach, da, nee, das ist so, da, okay, gut. So, was haben wir hier noch? Ach, das war das, okay, gut. Ach, da können wir wahrscheinlich, da können wir gleich so. Ich verstehe, gut. Dann haben wir, glaube ich, das hier alles erstmal gefunden oder gesehen, was wir sehen können. Und wieder das Quietschen. Okay. Wir sollen ja mit ihm sprechen, weil wir erstmal hier schnell rüberlaufen. Verzeihung, Westrum Tobias? Tobias, einfach Tobias, bitte. Keine Förmlichkeit von so einem erlauchten Gast. Hat dir der Stadtrat gefallen? Ich weiß nicht, ich bin überwältigt. Hier sehe ich mit eigenen Augen Dinge, die es gar nicht geben kann. Ich denke immer, alles ist ein Traum. Ich muss jeden Moment aufwachen und alles wird wieder normal, aber es ist echt. Ich bin hier, sehe und rieche es. Aber weißt du was? Nichts davon ergibt Sinn.
Magie, fremdartige Wesen, Parallelwelten. Ich glaube einfach nicht daran. Das sind Märchen. In deiner Welt, Stark, hat die Magie keinen Platz. Das ist der Fluch der logischen Technik und Wissenschaft. Sie engen die Vorstellungskraft ein. Fantasie ist in den Naturgesetzen, denen deine Welt anhängt, nicht vorgesehen. Aber die Magie hat auch Nachteile. Sie ist unberechenbar und neigt zum Chaos. Sie gefährdet das Gleichgewicht stärker als die Technik. Ich höre immer Gleichgewicht, Stark, Arcadia und... Es wird dir komisch vorkommen, aber ich weiß überhaupt nichts mehr. Wo ich hier bin, was ich hier soll. Ich weiß nur, dass in meiner Welt etwas Merkwürdiges vor sich geht. Ich hatte Träume, die so echt wirkten. Und auf einmal passierten Dinge im wirklichen Leben, die eigentlich unmöglich sind und... Ich fange am besten von vorne an. Okay. Du bist gewiss hier, um zu lernen, zu verstehen und alles selbst zu sehen. Du sagst, du glaubst nicht an diesen Ort. Aber du wirst dran glauben, wenn du die Wahrheit erfährst. Komm mit. Ich erzähle dir die Geschichte der Erde, wie du sie noch nicht kennst. Vielleicht wird dein Geist sich ebenso öffnen wie deine Augen und Ohren. Hoffen wir es. Komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Dies ist die wahre Geschichte des Gleichgewichts. Von den Wächtern, den Vätern, dem Orden des Gleichgewichts bezeugt. Die Minstrum der Wächter schrieben die Geschichte vor Jahrtausenden nieder und hielten sie in den Gemälden fest, damit kommende Generationen ihre Vergangenheit und Zukunft verstehen. Diese Wandgemälde wurden als Bilder des Gleichgewichts bekannt. Sie erzählen unsere gemeinsame Geschichte, April Ryan. Die Geschichte beginnt und endet mit diesem Wandgemälde. Vor und in Äonen war die Erde eins. Es gab Magie und Technik in der Natur und in allen Menschen. Es gab ein Gleichgewicht und Harmonie. Damals gab es also nur eine Welt? Eine Welt, eine Erde. Magie und Technik im Gleichgewicht. Wir hätten die Sterne tanzen lassen und Leben erschaffen können. Aber dann begannen die Menschen, die heilige Macht für ihre selbstsüchtigen Zwecke zu missbrauchen. Ach, die Menschen wieder. Sie gefährdeten das kosmische Gleichgewicht. Wenn nichts geschähe, wenn die Menschen keine Demut vor ihrer Macht über den Kosmos bekämen, würde das Chaos über die Erde hereinbrechen. Es war schon früher geschehen auf anderen Welten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und jedes Volk würde vom drohenden Untergang verschlungen. Dann erschienen die Draekin, die seit langer Zeit unter uns lebten, und boten ihre Hilfe an. Sie wollten das Gleichgewicht in unserer Welt bewahren. Die Drake... Den Namen habe ich schon mal gehört. Draekin, Drachen, Dragons. Sie sind die ewigen Diener und Bewahrer des Gleichgewichts. Auf der Erde gab es vier von ihnen. Unter ihnen war jener, der den Orden des Gleichgewichts, die Wächter, gründen sollte. Die ersten Minstrum lernten, dass Magie und Technik getrennt werden mussten, bevor mit dem Gleichgewicht alles zusammenbrach. Die Erde musste in zwei Hälften geteilt werden. Arcadia und Stark. Magie und Technik. Chaos und Ordnung. Es gab 13 Wächter, 6 davon Wissenschaftler, 6 Magier und einen, der zwischen ihnen stand, der Draekin, unser Mentor, Bewahrer und Gelehrter. Er führte uns. Um aus einer Welt zwei zu erschaffen, bedurfte es beider Kräfte, der Magie und der Technik. Hat die Anwendung von so viel Macht nicht das Gleichgewicht gefährdet? Doch. Deshalb bauten sie einen Turm, um ihre Kräfte zu bündeln und auf die angestrebte Teilung auszurichten. Die Kin brachten eine Scheibe mit, die im Feuer ihrer Welt erschaffen worden war. Die Scheibe sollte am Fuß des Turms, genau in der Mitte der Teilung, eingefügt werden. Scheibe und Turm sollten eins werden, damit Magie und Technik durch sie fließen. Die 13 kamen zur vereinbarten Stunde zum Turm. Unter ihnen war eine Frau, deren Schicksal von Geburt an bestimmt war.
Sie sollte der erste Hüter sein, der menschliche Bewahrer des Gleichgewichts. 1000 Jahre lang sollte sie im Turm über die beiden Welten wachen und den gleichmäßigen Fluss von Magie und Technik sichern. Das Ritual begann. Aus einer Welt sollten zwei werden, durch das Gleichgewicht getrennt. Jede Welt sollte der anderen im Traum sichtbar werden. Wer in welche Welt gebracht wurde, bedurfte sorgfältiger Abwägung. Die magischen Wesen mussten nach Arcadia ziehen, sie hätten in Stark nicht überlebt. Aber andere Familien wurden auseinandergerissen und Freunde für immer getrennt. Die Zwölf und die Eine, der künftige Hüter, umringten die Scheibe am Fuß des Turms. Immer schneller drehte sich die von der Kraft gespeiste Scheibe, bis sie nur noch ein Schemen war. Dunkelheit senkte sich auf den Turm, aber die Scheibe leuchtete immer heller. Plötzlich kippte die Wirklichkeit und es gab zwei neue Welten. Im Turm herrschte Stille. Die ursprüngliche Scheibe war verschwunden. An ihrer Stelle fand man eine kleine, etwas andere Scheibe und draußen hatte sich die Welt verändert. Sie befanden sich nun zwischen Stark und Arcadia, Wirklichkeit und Traum. Dies war das Reich des Gleichgewichts und für die nächsten 1000 Jahre das des Hüters. Der Kinn hob die Scheibe auf und sprach: Diese Scheibe ist das Gegenstück zum Original, das zu diesem Reich geworden ist und dessen Schlüssel in 4 Teile zerbrochen wurde. Der Schlüssel ist die Scheibe und die Scheibe ist dieses Reich. Das verwirrte die Zwölf, doch der Kinn fuhr fort: Wisset nun, das Reich des Hüters kann nur zerbrechen, wenn die Scheibe zerbricht. Und es kann nur wieder vervollständigt werden, wenn die Scheibe wieder zusammengesetzt wird. Die 6 unter euch, die nach Arcadia ziehen, werden die 4 Teile des Schlüssels bewahren. Doch wird der Schlüssel erst mit den Edelsteinen vollständig, fuhr er fort, mit denen jedes Teil verziert ist. Ich werde einen Edelstein aufbewahren und mein Artgenosse die 3 anderen. Am Tag, da dieses Reich wieder vervollständigt wird oder die Welten wieder vereinigt werden sollen, werdet ihr die Scheibe zusammenfügen und die Kinn werden sich ein letztes Mal versammeln. So gingen 6 der 13 nach Arcadia, 6 nach Stark. Die eine, der Hüter, nahm ihren Thron ein, wie auf dem Wandgemälde. Dort flossen ihre Hoffnungen und Träume, ihre Seele in die Scheibe. Im Dienst des Gleichgewichts waren diese Züge hinderlich. Der Hüter sah das Ungleichgewicht zwischen den Welten klar vor sich. Mit einem einzigen Gedanken leitete sie Chaos von Arcadia und Logik aus Stark in die Scheibe und verteilte die Kraft um, wenn es nötig wurde. Die Ära des Hüters war angebrochen. Nach Verlassen des Turms reisten 2 Drake nach Arcadia und 2 nach Stark. Die 6, die in jede Welt kamen, gründeten den Orden des Gleichgewichts, die Wächter. Doch während die Wächter in Arcadia aufblühten, verkümmerte ihr Werk in Stark. Unter dem Einfluss von Naturwissenschaft und Technik starb die Erinnerung an die Magie und das Gleichgewicht. Schon bald war Arcadia verblasst und ins Reich der Sagen verwiesen. Die Welt der Magie bot nur noch Stoff für Märchen, die kein Erwachsener glaubte. Im Schlaf erhaschten die Menschen auf Stark kurze Eindrücke von Arcadia, Bilder und Geräusche, die als Traumgespinste abgetan wurden. Das ist alles? Wir haben Arcadia und unsere Vergangenheit vergessen, na und? Warum sickert denn neuerdings Magie nach Stark durch? Das ist eine weitere Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wie gesagt, gediehen die Wächter in Arcadia. Sie wurden stärker und nahmen zahlenmäßig zu. In Stark war es nach einer kurzen Blüte leider umgekehrt. Die geschwächten verbleibenden Wächter von Stark machten ihre Brüder in Arcadia verantwortlich. Der Orden in Stark wollte beide Welten wieder vereinigen. Das wollten jedoch Arcadias Wächter nicht. So gingen Starks Wächter bald eigener Wege. Sie nannten sich fortan Neuerer. Zuerst schien ihr Gedankengut dem unseren noch recht ähnlich. Aber das sollte sich ändern. Die Neuerer wollten die Teilung abschaffen und die Welten wieder vereinigen.
Die Menschheit sollte zu glorreichen Zeiten zurückkehren und die kosmischen Mächte erneut beherrschen. Dazu brauchten sie jedoch ihren eigenen Hüter des Gleichgewichts. Alle 1000 Jahre übernahm ein neuer Hüter das schwere Amt, denn niemand kann länger als diese Zeitspanne von seiner Seele getrennt bleiben. Alle 1000 Jahre wurde also ein neuer Hüter geboren. Dafür hat das Gleichgewicht gesorgt. Der vorige Hüter, der 12., hätte schon vor 200 Jahren ersetzt werden müssen. Doch versuchten die Neuerer, jedes neugeborene Kind des Gleichgewichts unter ihre Kontrolle zu bekommen. Bislang haben sie versagt, aber der 12. Hüter konnte nicht mehr warten. Vor kurzem zerbrach die Scheibe im Turm und der Hüter verließ seinen Thron. Niemand bewahrt jetzt das Gleichgewicht. Wenn wir keine neuen Hüter finden, haben die Neuerer diesmal vielleicht Erfolg. Dann setzen sie ihre Marionette auf den Thron, um das Gleichgewicht zu beeinflussen. Das dürfen wir nicht zulassen. Es wäre das Ende von Stark und Arcadia und der Anfang einer Ära des Chaos. Verstehst du jetzt? Ich verstehe den Hintergrund und glaube dir. Aber warum bin ich hier? Und was erwartet Weil Cortez von ein mir? Ein Kind bist. Das Gleichgewicht ist in Gefahr, April. Der Hüter hat den Turm verlassen und keiner tritt seine Nachfolge an. Er muss sein Amt wieder aufnehmen, bis wir den neuen Hüter gefunden haben. Aber was kann ich da tun? Ich bin nur ein Niemand mit reichlich Albträumen. Only German Chat. Du bist eine sehr mächtige Reisende. So viel Kraft ist mir noch nicht begegnet. Eine Reisende? Jemand, der ein Tor zwischen den Welten Stark und Arcadia, ein Portal, öffnen kann. Machst du Witze? Cortez hat doch das Portal geöffnet. Ich könnte das wahrscheinlich noch nicht mal, wenn ich einen Zauberstab hätte. Die Reisende bewegt sich aus eigener Kraft zwischen den Welten. Niemand sonst kann das. Cortez hat dir nur geholfen, deine Macht zu leiten. Er könnte selbst kein Portal benutzen. Selbst wenn das stimmt, ich kann meine Gabe nicht steuern. Noch nicht. Aber du wirst bald dazu in der Lage sein. Du möchtest ja später einmal in deine Welt zurückkehren. Hilfe, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Kannst du mir nicht dabei helfen? Leider nein. Selbst wenn ich reisen könnte, wäre es mir nicht möglich, deine Kraft zu leiten, wie Cortez es getan hat. Also muss ich es selbst schaffen? Ich beantworte dir gerne jede denkbare Frage. Aber sonst? Ja, ich fürchte, das musst du. Na, das ist ja heiß. Stimmt, es ist etwas warm für die Jahreszeit. Danke, dass du einem alten Mann so lange zugehört hast. Ich danke dir. Langsam ergibt das Ganze wenigstens etwas Sinn. Oh ja. Das freut mich. Du kannst mich jederzeit fragen, wenn du mehr wissen möchtest. Das ergibt langsam mehr Sinn. Und so wird immer mehr an Informationen offenbar. Gucken wir mal. Tagebuch. Westrum Tobias hat mir gerade die Geschichte des Gleichgewichts erzählt. Ich schreibe sie lieber auf, bevor ich die Hälfte vergesse. Sie ist ohnehin schon rätselhaft genug. Ich meine die 12 und die eine, ist das heftig oder nicht? Aber das Wichtigste habe ich wohl kapiert. Also, es gibt zwei Welten, Stark und Arcadia. Stark, was wir als Erde kennen, ist die Welt der Technik und Arcadia die der Magie. Ganz früher war da nur eine Erde, auf der gab es Magie und Technik. Aber wie üblich wurden die Menschen zu mächtig und missbrauchten ihre Kräfte. Sie konnten die Sterne bewegen und wollten gottgleich werden, da griff eine fremde Rasse namens Draikin ein. Diese Draikin wollten verhindern, dass die Menschen die Erde zerstören. Einer dieser Kin gründete eine Glaubensrichtung namens Wächter der Väter, Oderväter. Deren Leute wurden zu selbsternannten Hütern des Gleichgewichts zwischen Magie und Technik. Diese Wächter teilten die Erde in zwei Dimensionen, Stark und Arcadia, um Magie und Technik zu trennen. Sie ernannten einen weiblichen Hüter, der das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten steuern und kanalisieren sollte. Der Hüter des Gleichgewichts wohnt in einem Turm in einer Art Nirgendwo und wird nach 1000 Jahren vom neuen Hüter abgelöst. Dann ging das Leben die nächsten paar tausend Jahre weiter. Unter den Wächtern kam Streit auf und die Wächter von Stark brachen mit denen aus Arcadia. Sie gründeten den Kult der Neuerer, der die Welten wieder vereinen will. Dazu wollen die Neuerer den Hüter unter ihre Kontrolle bringen. Sie versuchen es offenbar schon seit ein paar hundert Jahren, vernichten die möglichen neuen Hüter, indem sie irgendwelche Versuche an ihnen durchführen.
Langsam bekomme ich einen Krampf in den Fingern, dass ich mir überhaupt so viel merken kann. Jedenfalls konnte der heutige Hüter offenbar nicht mehr im Turm bleiben. Er ist verschwunden und jetzt ist das Gleichgewicht in Gefahr. Das Chaos kann wohl in beiden Welten eine Menge Unheil anrichten. Das erinnert mich an meinen Traum, oder auch nicht Traum, vom schwarzen Chaosstrudel, der mich angreift. Sowas kann wohl passieren, wenn das Gleichgewicht nicht gerettet wird. Und ich ahne schon, von wem es gerettet wird. Von mir, weil ich offenbar eine mächtige Reisende bin. Jemand muss den Hüter finden, ihn zum Turm bringen, um das Gleichgewicht zu retten und was gegen die Neuerer zu unternehmen. Sie müssen begreifen, dass sie die Finger vom Gleichgewicht lassen sollten. Na, wenn es sonst nichts ist. Okay. Ich bin immer noch fasziniert, was im Detail aus den Grafiken rausgeholt wurde. Vom Detailgrad. So, er hatte gesagt, wir können Fragen stellen. Verzeihung? Kennst du jemanden namens Brian Westhouse? Westhouse? Den alten Bock? Ja, leider. Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Es soll irgendwo am Stadtrand an der Küste sein. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Wer könnte mir etwas über Westhouse sagen? Wo er wohnt? Ich weiß nicht, was du von ihm willst. Er ist grobschlächtig, dumm und unhöflich. Cortez bat mich, ihn aufzusuchen. Nun, vielleicht weiß jemand auf dem Markt, wo er wohnt. Westhouse handelt dort gelegentlich mit Waren und ich glaube, er sammelt Landkarten vom Nordland. Was weißt du über Cortez? Deinen Mentor? Was hat er dir denn über sich erzählt? Wenig. Eigentlich gar nichts. Er ist mir ein Rätsel. Am besten du fragst ihn selber. Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Aber wer ist er? Er ist, wer er ist. Wenn er es dir nicht gesagt hat, möchte er vielleicht nicht, dass du es erfährst. Es wäre anmaßend von mir, seine Geheimnisse auszuplaudern. Na toll, Mysterium hier. Nimm es nicht persönlich, aber du bist genauso schlimm wie er. Ist schon gut. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, erzähl ihm, was du mir gesagt hast. Vielleicht sagt er dir die Wahrheit, aber das muss er selbst entscheiden. Er ist bestimmt einer von den anderen sechs, ne? Darf ich dir ein paar Fragen über Arcadia stellen? Ich werde dir so gut wie möglich antworten, April. Ich wüsste gern etwas über Arcadias Geschichte. Da gibt es so viel zu berichten, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann dir nur von den Vätern, dem Gleichgewicht oder den Schlammhüpfern erzählen. Oh, ich nehme die Schlammhüpfer. Schlammhüpfern? Meine heimliche Leidenschaft. Ich studiere sie. Eine faszinierende Spezies. Aber in Geschichte bin ich leider wenig bewandert. Wie ist Markuria so? Ich habe mein Leben lang in Markuria gewohnt und staune jeden Tag neu über seine Vielfalt. Es ist eine schöne, aufregende Stadt. Man nennt Markuria auch das Juwel des Nordlands, aber es ist ein ungeschliffener Edelstein. Eine so große Stadt hat zwangsläufig ihre Schattenseiten. Es gibt immer Schatten und jene, die sich darin verbergen. In jüngster Zeit sind die Schatten leider gewachsen, aber es ist immer noch schön in Markuria. Was kannst du mir noch über Markuria erzählen? Markuria ist die Hauptstadt von Airede, dem Vereinigten Land. Wir befinden uns an der Südküste des Nordlands, in der Mitte zwischen Tyran und Khorasan. Zwischen dem Beißer und dem Werbrill, sagen manche, zwischen Feuer und Glut. Dennoch herrschen seit 1000 Jahren Frieden und Demokratie. Dank unserer Diplomaten sind die Beziehungen mit unseren Nachbarn in Tyran einigermaßen freundlich. Und Lord Egwan Dallan ist Airede ein strenger, aber gerechter Ratgeber. Erzähl mir etwas über Airede. Airede bedeutet in der Hochsprache Vereinigung und Versammlung. Es wird heute noch oft als Vereinigtes Land bezeichnet, obwohl das Nordland schon seit 1,5 Zeitaltern einen Verbund bildet. Airede erstreckt sich von der Nedra-Ebene im Norden bis zum Großen Meer im Süden, vom Tyran-Land im Westen
bis zum dichten Wald im Osten. Es wird von Menschen, Dolmari, Tyran und einigen anderen Rassen bewohnt. Ein Venar-Stamm in Riverwood soll sogar einen Baumring besitzen. Aber das ist sicher eine Legende. Wo liegt das Nordland? Das Nordland umfasst alle Länder nördlich des Großen Meeres und südlich des Grenzgebirges, einschließlich Irede, Tyran und Khorasan. Früher wurde dieser gesamte Erdteil als Nordland bezeichnet, einschließlich der Gebiete nördlich der Berge und der Eiswüsten dahinter. Einige sehen das Nordland immer noch in seiner alten Ausdehnung. Für einen Südländer ist jeder, der nördlich des Großen Meeres lebt, ein Nordländer. Danke für die Auskunft. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Wie komme ich nach Stark zurück? Der Weg zurück führt nur durch ein Portal. Und du bist eine Reisende, April. Du besitzt die Kraft, zwischen den Welten zu reisen. Ich mag die Kraft besitzen, aber freiwillig macht sie sich nicht bemerkbar. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber den Weg musst du leider allein suchen. Es ist halt sehr viel Geschichte drumherum. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wahrscheinlich was für den ruhigen Abend, zum Abchillen oder so, ne? Achso, wen sollte ich nochmal nach Westhouse fragen? Den Kartenhändler auf dem Markt. Allerdings wird kaum jemand Westhouse unter seinem richtigen Namen kennen. Ach so? In der Stadt ist er wegen seines seltsamen zweirädrigen Fahrzeugs als Rolling Man bekannt. Ein schreckliches Gerät hat er da. Ein Fahrrad? Mag sein. Es sieht grotesk aus, wie der Westhouse selbst. Okay, war es ein Hinweis, dieses Pling? Darf ich dich noch ein paar Dinge über Arcadia fragen? Aber natürlich. Danke für die Auskunft. Okay, gut. Ich dachte schon. Freue mich, dass ich dir helfen konnte. Okay. Wir sehen uns später. So, wenn du das sagst, wird es wohl stimmen. Das klingt immer ein bisschen so überheblich, Mann. So. Auf den Marktplatz. Ba, 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 ba. Brian Westhouse. Weiher westlich vom Haus? Ist auf keiner meiner Karten verzeichnet. Nie gehört. Karten! Es ist ein Mensch, kein Ort. Mr. Brian Westhouse. So einen fremdartigen Namen hätte ich mir bestimmt gemerkt. Nie gehört. Kauft taufrische Landkarten! Können Sie mir sagen, wo der Rolling Man wohnt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Warum? Weil ich ihn suche. Tut mir leid. Verbot der Gilde. Ich darf keine Angaben über meine Kunden machen. See- und Landkarten! Ich muss den Rolling Man dringend finden. Tut mir leid. Darf ich nicht. Bitte. Bitte, bitte. Bitte. Nein, 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 junge Dame. Keinen Rehblick, bitte. Ach, bitte. Ach, verflucht sei das Gleichgewicht. Du benutzt ja doch den Rehblick. Bitte. Ich darf es dir aber nicht sagen. Frische Karten! Bitte verraten Sie mir, wo der Rolling Man wohnt. Nein, Fräulein. Ich darf keine persönlichen Angaben über meine Kunden weitergeben. Du bist schon wieder zu spät dran. Jetzt reiz! Du bist gefeuert! Gib mir die Lieferliste und verzieh dich! Mietboot, pah! Dolmaris können eben keinen Job für Menschen erledigen. Was werden Sie jetzt ohne Ihren Boten tun? Einen neuen anstellen. Verflucht sei das Gleichgewicht! Jetzt muss ich der Gilde die Grundgebühr neu bezahlen. Pech und Schwefel.
Vielleicht kann ich aushelfen. Du? Wie das? Ich bin schnell, ehrlich und zuverlässig. Und ich habe Erfahrung im Dienstleistungsgewerbe. Ein weiblicher Botenjunge? Könnte funktionieren, wenn die Händlergilde es nicht erfährt. Ich werde es Ihnen nicht verraten. Viel kann ich dir aber nicht zahlen. Nur einen Aaron je Botengang. Und vielleicht etwas Trinkgeld vom Kunden. Ich übernehme den Job, wenn Sie wollen. Einverstanden. Hier ist die heutige Lieferliste. Deine erste Karte geht an den Kapitän der White Dragon. Nebelway heißt er. Oh, da waren wir schon. Du findest ihn im Hafen. Sieh zu, dass die Kunden auf der Lieferliste unterschreiben. Die Gilde legt Wert darauf. Ohne Unterschrift kein Geld und keine neuen Aufträge. Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Karten! Frische, lebensrettende Landkarten! Das ist, glaube ich, kein super Job, oder? Die Nachfrage ist nicht so groß.